Leute, ich hoffe, ihr habt euch gestern das Video angeguckt. Und zwar, da hat uns Billy abgezogen mit dem stärksten Auto aus Los Santos. Und zwar mit dem OP-Truck, Leute. Ich bin mit dieser krassen Maschine angetreten. Und dieses Auto, Leute, ist eigentlich schon extrem heftig, weil ihr seht einfach, wie stark dieses Auto ist. Aber es hat nicht ausgereicht. Deswegen... Tut mir leid, Stani. Sag mal... Wie geht's dir, Bro? Alles gut bei dir? Timmy, wo sind denn deine dicken Sportwagen hin und dein Lamborghini und alles? Du bist ja voll Sparspur geworden. Alles verloren, Bro. Du hast alles verloren? Mann, ich habe meine Steuern nicht gezahlt, Mann. Jetzt sitze ich auf der Straße. Du sitzt auf der Straße, Timmy. Bro, bitte hilf mir, bitte. Ich kann nicht mehr. Ey, Leute. Ausweg, alles. Ey, ich sag euch ehrlich, Leute. Vielleicht so ein fleißiger Mitarbeiter hier bei Study Performance wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Weil das Ding ist natürlich, Leute, wenn ich die ganze Zeit hier irgendwie Autos tune, alles drum und dran, dann kann sich keiner um den Laden kümmern und um Kunden, was natürlich extrem schlecht ist. Und damit verdienen wir auch deutlich weniger Geld. Ich sag euch ehrlich, Timmy ist eigentlich ein guter Mitarbeiter, aber den muss man so ein bisschen unter Kontrolle haben, Leute. Da muss man ab und zu mal den Baseballschläger rausholen, den wir nicht haben. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, ich werde Timmy mal ein Praktikum anbieten. Vielleicht hat er ja Bock, der hat ja eh anscheinend alles verloren. Timmy, was spinnst du hier rum? Alles gut, ich hab nur einen neuen Lied gehört. Skybase war das. Warum hast du denn los, Timmy? Ja, aber was willst du jetzt hier, Timmy? Bro, ich brauch Arbeit, bitte. Ich mach alles für dich. Putz sogar dein Auto aus, ehrlich. Mit Arbeit, Bro. Fahr erstmal dein Auto hier auf den Parkplatz. Guck mal, das ist erstmal der erste Punkt, Bro. Autos werden hier auf den Parkplatz gestellt und alles drum und dran. Ich sag mal so, Timmy... du könntest eigentlich ein Praktikum bei mir machen, wenn du willst. Ehrlich? Ja, ein Praktikum. Ich würde gerne mal gucken, wie du dich so ein bisschen anstellst. So, du stellst dich jetzt erstmal rein, Timmy, und dann warten wir, bis der erste Kunde kommt. Und dann werde ich dich alles einfach... klar. Also, dann, ja, du kennst du dich auch so ein bisschen mit Autos und na so? Klar, V8, Biturbo, V6, BY, kenne ich alles, klar. Ja, wenn der erste Kunde jetzt gleich kommt, dann schicke ich ihn rein. Ja, jedenfalls, Leute, ich werde natürlich Timmy so ein bisschen beobachten jetzt nebenbei, aber... Oh, oh mein Gott, Leute, was hat der denn da für ein Auto, Leute? Das ist ein Ferrari Spider. Holy moly, moin, moin. Ja, man, was geht, Alter? Moin, ey, ich habe gerade gesehen, du bist hier mit den Ferrari ganz schön auf den Hof gepfiffen, aber... Yo, ich bin's, Mike. Mein Ferrari muss getuned werden. Also ich hatte ein bisschen, wie soll ich sagen, eine andere Farbe, dann ein bisschen mehr PS unter der Haube. Bremsen müssen getan werden. Kann ich mal kurz gucken, was der... Also der soll einmal komplettes Tuning, oder was? Ja. Yeah. Bro, ich sag, ja, okay, ich merke gerade. Also, es sah gerade ein bisschen schneller aus, als sie raufgefahren sind. Aber ja, die Leistung. Ja, der ist noch langsam, ne? Der ist noch langsam. Ja, normalerweise würde ich sie bedienen. Hier stand die Performance. Aber wir haben einen neuen Mitarbeiter. Und der kümmert sich um ihr Anliegen. Der ist direkt hier in meinem Autohaus. Gehen Sie doch mal rein und ich werde das so ein bisschen von außen beobachten. Ja, 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 ja. Okay, Leute, jetzt bin ich echt gespannt, ob Timmy sich gut anstellt hier mit unserem Kunden. Dass er. Er muss natürlich auch nett sein. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Hallo, schönen guten Tag bei Honey Performance. Wie kann ich Ihnen helfen? Ein Tuning will ich haben. Ach, Sie wollen eine andere Lackierung. Alles klar, mache ich. Nicht nur Lackierung, auch Tuning, PS und alles. Timmy, was hast du da in der Hand? Nix, hallo, Alter, ich gar nichts. Was soll denn das? Hä? Timmy, kümmere dich denn jetzt mal hier um den Kunden. Ich werde das alles mal so ein bisschen beobachten, ne? Und zeig Timmy, Timmy, komm mal her. Zeig ihn auch mal vielleicht hier die anderen Autos. Vielleicht will er ein Auto kaufen und so, ne? Das stimmt, richtig gute Idee, Stani. Ja, ist das eine gute Idee. Du musst dich ein bisschen anstrengen, Timmy. Ja, das war ja auch meine Idee. So, Sir, kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen jetzt unsere besten Autos, die wir haben. Und zwar ist das ganz neu eingetroffen. Das ist das Grand Prix-Auto von Le Mans. Das gibt's nur einmal auf der Welt und kostet 100 Millionen Dollar. Also, wer dafür Geld ausgibt, der ist beiden Tausend blind. Hey, Timmy! Sie nicht so, ist euer mein Auto, Timmy, ruhig. Timmy, Junge, was soll das denn? Nee, Stani. Alter, ey, Timmy, du guckst jetzt mal, wie ich das mache, ja? Ja, okay, ich schau dir mal jetzt, Der Herr, Entschuldigung, es gibt natürlich einen Rabattgutschein hier bei uns, Study Performance. Alter, was war das denn? Ja, das tut mir leid, der Typ ist ein bisschen durchgedreht. Haben Sie vielleicht auch Interesse an einem Auto oder wollen Sie nur Tuning? Gut. Nein, dann, gar nichts mehr. Denn, welche Farbe hätten Sie gerne und Leistung, alles grün. Grün, okay. 1400 PS jetzt.
1400 PS, okay. Timmy, wenn du jetzt... Oh, Entschuldigung. Oh, Timmy, hast du gerade... Das gibt sich heute. Ich sage euch ehrlich, Timmy kriegt gleich einen auf den Deckel, Leute. Timmy wird gleich richtig verprügelt. So, ich werde jetzt die Auto-Tune, ja, der Herr? Was haben Sie denn überhaupt für ein Budget, für ein Budget für das Auto-Tuning? Was kostet denn? Das Auto-Tuning, ja, ich sag mal so, wenn Sie jetzt so normales Tuning wollen, sind wir da bei 100.000er beide bei dem Wagen hier. Ja, ja, passt. Okay, Leute, er will jetzt nicht so großartiges Tuning haben, obwohl der, guck mal, das ist ja auch schon ein bisschen getunter Ferrari, Leute, der hätte hier schon Abrisskanten an der Seite, alles dran, er hat auch eine Spezialfarbe, obwohl die Farbe mir jetzt nicht so gefällt. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich bin gerade ein bisschen von Timmy enttäuscht, dass er so reinchoked, Leute, also er hätte hier wirklich eine Chance bei uns, gute Arbeit zu bekommen, aber er macht irgendwie nichts raus, ich check auch nicht warum. Vielleicht will er mir auch einfach hier die Kunden kaputt machen oder so. So, Leute, der Typ hat gesagt, er würde gerne eine grüne Farbe haben, wir haben einmal diese grüne Farbe, Leute, oder vielleicht eine metallic dunkelgrün Farbe. Ich muss mal gucken, welche besser aussieht. So viel, ja, ich sage euch ehrlich, die Mettengrün sieht eigentlich echt am besten aus, wenn man so drüber nachdenkt. Dann haben wir noch Renngrün, aber das ist so ein dunkles Grün. Nee, ich sag, Leute, schön Limettengrün, der hat ja auch so ein Dings gehabt. Ich glaube, das wirkt mit am besten. So, dann machen wir ihn noch Neonlichter runter, Leute. Zack, die machen wir natürlich auch hier in Lime Green einmal runter. Die Fenster können wir ihn einmal tönen. Das gehört ja auch immer so zu Tuning-Autos mit dazu. Finde ich ganz gut. Hier an der Seite können wir ihn noch hier so die italienische Flagge ran und raus machen. Ich mache die jetzt mal weg. Ich finde, das sieht dann einfach ein bisschen cleaner bei dem Auto aus. Und ich würde sagen, wir ändern natürlich sein Kennzeichen. Das machen wir natürlich dunkel, Leute, und schreiben hier SP rauf. Dafür, dass das Auto mal bei SP war, Leute, bei Stani Performance. Ich finde, das reicht auch schon, Leute. Er wollte ein bisschen mehr PS haben. Wir haben den Motor geupgradet. Also ich glaube, der sollte zufrieden sein. Es ist halt einfach nur ein Tuning für 100.000, Leute. Das ist nichts Spezielles. So, der Herr... hier haben wir einmal Ihr Auto. Natürlich hatten Sie hier volles Programm, Tuning bekommen, Scheiben getönt, Unterbodenbeleuchtung, alles wurde angepasst. Und wir haben, 1400 PS müsste locker drin sein. Boah, sieht der cool aus. Passt das so für Sie, der Herr? Hallo? Hallo? Warum fährt der einfach los? Also, ich muss ehrlich sagen, die Neonbeleuchtung ist super, die Farbe ist super. Ja. Die Felgen, ja. Ja, ja, ja. Ich kann Ihnen auch eine Probefahrt geben, wenn Sie wollen, nein, nicht? Nein, alles gut. Nein. Das ist eigentlich super, ja. So 100.000 noch einmal, bitte. Genau, ja, 100.000, hallo. So, wunderbar, dankeschön, der Herr. Tschüss. Wow. Tschüss. Was ist ein Baba-Wagen? Ja, das ist ein Baba-Wagen. Ey, Timmy, ich sag dir ehrlich, meine letzte Chance, Alter. Du hast du gesehen, wie du mit dir umgegangen bist? Das war ein wichtiger Kunde hier für Stadion Performance gewesen. War komplett neben mir, ey, Mann. Die Vergangenheit hat mich eingeholt. Ich werde mich jetzt anstrengen, ehrlich. Jetzt reicht's. Ja, Timmy, ich sag dir, du musst dich anstrengen. Das ist auch deine letzte Chance, wenn du jetzt noch mal reinchoken solltest. Ich werde dich jetzt tunen lassen gleich. Wenn der nächste Kunde kommt, dann kannst du dein Auto tunen. Und da kannst du noch mal beweisen, was du drauf hast. Ich will, dass du aus dem Auto einen richtigen Baba-Wagen machst, okay? Wir warten jetzt wir warten jetzt auf den nächsten Kunden und da wirst du dich dann voll drum kümmern, nett sein, alles drum und dran, okay? Aber man nennt mich nicht ohne Grund den Timmy-Tuner. Okay, Leute, letzte Chance für Timmy, ansonsten wird's richtig knallen. So, Leute, hier kommt auch schon der nächste Kunde, Alter. Wie cool ist denn das? Das ist sogar eine Kundin. Hallo! Ja, guten Tag. Also ich hätte hier gern ein kleines Tuning für meinen Mercedes. Okay, das ist ja ein sehr, sehr schöner AMG, den Sie hier haben. Wow. Dankeschön. Also ich muss echt sagen, Sie haben C62S, haben sehr, sehr guten Geschmack, was Auto angeht. Und wir haben natürlich für Sie heute unser Sie, würde ich jetzt als VIP-Kundin einschätzen. Und wir haben da drin. Was ein Service. Ja, wir haben da drin unseren VIP-Kundenbetreuer. Sie können ja einmal bitte hingehen. Und dann gucken wir mal. Leute, jetzt bin ich gespannt, was Timmy daraus macht, Leute. Jetzt sage ich euch ganz ehrlich. Hallo, guten Herzlich Tag. Willkommen bei Stani Performance. Wie kann ich Ihnen helfen? Also, ich bin hier mit meinem Mercedes. Den würde ich gerne ein bisschen tunen. Also, ich hätte gerne ein pinkes Auto. Dann auf jeden Fall die Motorleistung noch ein bisschen hochdrehen. Den Sound wäre schön, wenn er noch ein bisschen hinten mehr brummt, ne? Oh, ja, kein Problem, ja. Ansonsten hätte ich noch gerne drin, falls es möglich werden, eingebauten Spiegel, damit ich mich besser schminken kann. Und vielleicht Massagesitze einbauen. Ah, Massage. Habe ich mir alles notiert. Wie hoch ist Ihr Budget? Ganz wichtig.
Also ich hätte jetzt hier 350.000, ist es genug? Ja, also ich sag's mal so, wir können ja auch ein Paket machen, ne? Wir können ja Stage 2 machen, da kostet das Ganze 450.000, haben sie aber noch einen Duftbaum dabei und sie haben 5 Jahre Garantie. Ja, aber das Massagesitz und der Spiegel ist auch alles drin, alles mit drin, ja. Okay. Für 450. Okay, alles sehr gut. Klar. Dann machen wir das so. Ich bedanke mich bei Ihnen, ja? Ich setze mich hier hin und warte, ja? Gerne, gerne. Super, Tibi. Super, Tibi. Kriege ich doch hin. Ich sag dir ehrlich, Tibi, du machst dich langsam. So, das ist leider auch noch eine relativ einfache Aufgabe, hier das Auto zu tunen. Weißt du was? Du dürfst wirklich den kompletten AMG selber tunen, Tibi. Boah, wie cool. Du dir vorstellen, okay? Alles klar, Stani, ich werde dich nicht enttäuschen. Jetzt ziehe ich richtig durch, Bro, ey, endlich. Ich freue mich. Alter, Leute, ich sage euch ehrlich, wenn wir wirklich schaffen, Mitarbeiter für unser Autohaus zu bekommen, dann müssen wir uns wirklich langsam ein bisschen zusehen, dass wir das Autohaus verkauft kriegen, Leute, und uns ein neues kaufen, weil, ey, Leute, das ist ja, ey, wenn wir jetzt Mitarbeiter alles haben, dann wären wir natürlich noch viel krasser. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was Timmy aus dem Auto gemacht hat. So, ich sage euch ehrlich, langsam müsste mal Timmy fertig sein. Ich werde mal nach hinten gehen und werde mir mal angucken, was er jetzt da hinbekommen hat und ob das Auto jetzt... So, bam, Junge. AMG steht für Albrecht und keine Ahnung, wie die anderen heißen. Alter. Stani, neuer AMG ist fertig. Project 2 ist das. Timmy, willst du mich verarschen? Wo ist der AMG? Wo ist der C63, Timmy? Oh, den muss man nur sauber machen. Ein bisschen polieren. Guck mal. Ja, was denn? Timmy, was hast du... Bro, das ist ein Baba-Auto. Es ist ein nicer Prank, Timmy. Ich fahr jetzt nach hinten. Ich fahr jetzt. Steig ein, Timmy. Okay, steig ein. Alles klar, steig ein. Leute, das war doch nur ein Prank von Timmy, Leute. Geil. Timmy, ich wusste gar nicht, dass du Pranks machst. Nimmst du gerade ein Video auf, oder was? Ja, ich nehme für mich gerade auf, Bro. Normal, ich will Mitarbeiter werden. Timmy? Was denn? Bro, das ist ein AMG 2, Digga. Das ist krank, das Auto. Ich sag dir ehrlich, hat 5 Millionen PS. Die wollt doch so Augenspiegel haben, hä? Check's nicht. Timmy, wo ist das Auto? Bro, das ist das Auto. Was hast du mit dem Auto gemacht, Mann? Was hast du mit dem Auto gemacht? Hier, Stan, ich sag dir die Wahrheit, ja? Ich hab die Einzelteile nach Afrika verkauft, weil ich Geld brauche. Und jetzt ist da nur noch der Schrotthaufen da. Du hast die Ersatz... Du hast das Auto... Leute, er hat das Auto verkauft. Ey, Bro. Hä? Timmy, bist du sauer? Ob ich sauer bin? Ja, Bro, aua, was ist denn, hä? Ey, Bro, der Typ dreht... Ey, Leute, ich dreh gleich wirklich am Rad, Leute. Was hat der denn mit dem AMG gemacht, Leute? Das sind die Schrottteile, die übrig geblieben sind. Was soll ich denn jetzt der Frau sagen? Ey, Leute, wir müssen das jetzt irgendwie professionell lösen, weil das Auto kann ich hier natürlich nicht anbieten. Ich muss hier irgendwie eine Alternative geben, Leute. Soll ich hier vielleicht hier den VW schenken oder so? Warte mal. Leute, wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen minus... Hi, ich will Ihnen ein kleines Angebot machen. Sagen Sie einfach jetzt ja und zahlen Sie mir 5 Millionen, dann kriegen Sie das krasse Auto. Oh, Stani, was geht? Alter, Timmy, komm mal mit, Timmy. Timmy, ich bin wirklich zutiefst enttäuscht von dir. Ich bin zutiefst enttäuscht von dir. Bro! Und du, denkst, du wirst jetzt hier verschwinden. Beförderung! Du wirst jetzt hier verschwinden, Timmy, sonst werde ich dich kalt machen. Nein! Doch! Nein, Bro, bitte! Seh zu, dass du Land gewinnst, Alter! Du Nichtsnutz! Oh mein Gott, Leute, wie kann Timmy nur so Nichtsnutz sein, Leute? Er hat wirklich uns alles hier versaut. Ey, das könnte uns jetzt unseren Ruf kosten. Und er will jetzt hier diesen SLS, Leute, der einen Haufen Kohle kostet, der Frau anbieten. Ich werde der Frau jetzt eine andere Alternative machen, Leute, aber der SLS ist viel zu wertvoll, Leute. Ich sag euch ehrlich, warte mal, ich habe hier oben noch eine Porsche Panamera. Ich sag euch ehrlich, der ist natürlich ein bisschen wertvoller als so ein C63S, aber ich glaube, ich werde dir einfach den Porsche Panamera geben. Hallo! Ja, wir sind gleich fertig, alles gut! Hallo. Ein Moment! Leute, wir werden einfach das Auto schnell in ein bisschen Tuning machen, dies, das, Ananas. Der Porsche ist auf jeden Fall 10.000 Mal besser als der Mercedes, also von daher solltet ihr eigentlich zufrieden sein. Die kriegt ein gutes Upgrade, Leute, hier.
Guck mal hier, schönes Pink, Leute. Das sieht doch alles wunderbar aus. Ey, Timmy, ich sag euch ehrlich, das wird auf jeden Fall noch ein richtig dickes Nachspiel haben. Ich werde das Auto hier noch ein bisschen tunen, Leute. Dann werden wir hier noch schön Neonlicht darunter machen. Wir müssen jetzt wirklich schnell sein. Nicht, dass die Frau sich irgendwie hier durchdreht oder so. Warte mal, wir werden mal hier dieses Hotte Pink nehmen, Leute. Das sieht ein bisschen besser aus. Okay, das sollte passen, Leute. Das Auto ist doch... Also, das ist echt ein gutes Upgrade, wenn man es so sehen will. Leute, die wird safe zufrieden sein. Die wird 100 pro. Das ist natürlich das Wichtigste. Wir machen jetzt natürlich extrem viel Minus, Leute. Aber das Wichtigste ist natürlich die Zufriedenheit unserer Kunden hier bei Stani Performance. Ja, junge Dame. Ja, es ist endlich soweit. Ihr Auto ist fertig für 450.000. Lassen Sie uns erstmal das Geschäftliche abwickeln. 44.000. So, 450.000. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. So, dann kommen Sie mal mit raus und dann zeige ich Ihnen jetzt Ihr neues Traumauto. Boom! Was denn? Wo ist es? Na, hier ist es. Das ist aber ein Porsche. Ja, das ist nämlich ein Upgrade, ein kostenloses Upgrade von Stani. Für 450.000 habe ich einen Porsche bekommen? Ja, das Auto ist natürlich viel, viel mehr wert. Oh mein Gott! Das hat sich jetzt sowas voll gelohnt. Ja. Aber wo ist mein Mercedes? Ihr Mercedes ist... oh mein Gott. So, jetzt reicht's dir! Was ist denn hier für ein Problem? Mann, ich krieg jeden Tag 5 Millionen Anrufe von dem Schuppen hier. Wo ist der Pinke? Hier arbeitet kein Pinker. Ich muss mich jetzt hier um den Kunden kümmern. Ich hoffe, Sie sind zufrieden, junge Dame, ne? Alles klar, danke schön. Tschüss. Was für ein Pinker? So, ich habe hier eine Anzeige von einem alten Herrn, ja, Betrug, ja, genau, Sie sind verantwortlich dafür. Hä? Ich werde Ihnen den Herrn ausliefern, keine Sorge. Ja, sehr gut, ja, sehr gut, das machen Sie gut, ja. Okay. Melden Sie sich. Bro, Leute, was hat Timmy denn noch für komischen Schabernack hinter uns getrieben? Ich muss jetzt erstmal hier dieses Schrottauto wegfahren, weil das Schrottauto hat natürlich hier vorne bei Stani Performance nichts zu suchen. So, das Auto werden wir erstmal hier hinstellen, weil das wird unser Schrottbereich werden. Und jetzt können wir uns eigentlich drum kümmern, Leute. Nämlich, wir werden jetzt das stärkste Auto in GTA 5 bauen. Und zwar, ich werde jetzt den Truck upgraden auf die maximalste Stufe, Leute, in meiner illegalen Werkstatt. Ich sage euch ehrlich, da kennen wir gar nichts. Diesen komischen Billy-Typen mit dem OP-Truck. Bro, was ist das denn jetzt hier? Was? Leute, was geht denn hier? Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Warte mal. Aufhören! Was geht denn jetzt ab, Leute? Beruhigt euch mal. Lasst meine Kunden in Ruhe. Yo, Hände hoch, Mann. Hände hoch. Bro, ich hab nichts. Hände hoch. Ich hab nichts gemacht, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Sag mal, wo ist man? Wer denn? Wir machen deinen Schuppen leer. Rede doch mit mir, Mann, was wollt ihr? Der Pinke, Bro, Timmy meint sie, lass mein Auto aus in Ruhe, ich hab damit nichts zu tun, Junge. Das ist Timmys Auto. Nicht Timmys Auto aus, hör auf damit. Er hat gesagt, ich Bro, hallo, hört doch mal jetzt auf. Mach ihn fertig, alle Autos kaputt machen. Hört jetzt auf. Bro, was soll denn das? Okay, wenn du uns nicht sagst, wo der Pinke ist, dann ich besorg euch den. Ich weiß selber nicht, wo der ist. Ja, besser ist es. Wir kommen morgen wieder. Ja, chillt, Alter. Sendet mir Koordinaten, dann kann ich euch den geben, ausliefern. Leute, Alter, was übertreiben die denn direkt so? Ey, die werfen hier direkt Granaten in meinem Auto, so machen fast die alle Autos kaputt, Junge. Zum Glück ist hier nichts zu Schaden gekommen, Alter, Leute. Bro, was? Junge, die sollen mal aufhören. Ich sag gleich Tourenbescheid, Leute. So macht es keinen Spaß, Junge. Ich sag euch ehrlich, jetzt reicht's mir gewaltig mit Timmy, den 31er, Leute. Ich wollte Timmy hier einen Job geben und alles. Und jetzt macht er so eine Aktion hier. So, wird er sehen, was er davon hat, Leute. Ich werde jetzt mal zu Timmy fahren, Alter. Dann werde ich ihn jetzt, Leute. Bro, ich werde dir jetzt eine fette Ansage machen, Leute. Junge, guck dir an, was die hier. Die jagen ja alles hoch, Leute. Ab geht's. Wir werden zu Timmy fahren, Leute. Und dann wird er sehen, was er davon hat. Eigentlich wollte ich gerade das Auto tunen, aber das muss er jetzt kurz nach hinten verschieben. Oh, Leute, ich sag euch ehrlich, Timmy ist nämlich so ein Würfelpark-Typ, Leute, der sich den ganzen Tag nur am Würfelpark rumtreibt und nichts gebacken hinbekommt. Und Bro,
Ey, was ist? Bro, wenn mich jetzt die Polizei einhalten, Leute, dann drehe ich aber komplett durch. Ich hab einmal bitte extra. Bro, was wollen die ständig von mir? Junge, nur weil ich fette Autos fahre oder was? Junge, ihr seid so eine Hater, ohne Spaß. Was ist? Au. Ja, au, au, au. Au. Stani Performance. Yes, yeah, Stani Performance. Yeah. So, schönes, setz dich in deine Karre und sieh zu, dass du Land gewinnst. Aber zügig. Yeah. Ja, Leute, ich sag dir ehrlich, wenigstens haben die Polizei in der Stadt, Leute, die haben noch Respekt vor mir, seitdem ich mit Tour. Ah, Leute, wer ist das denn? Ist das hier mein Freund Timmy? Ja, Leute, lasst ihn doch einfach mal ein bisschen hinterherfahren. Gut, dass wir den hier gerade treffen, Leute. Komischerweise hat er hier gerade schon wieder ein neues Auto. Das ist ja auch sehr interessant, Leute. Das ist ja ein Zufall, dass wir Timmy hier am Würfelpark treffen und schon wieder, guck mal, wie der fährt, Leute. Schon wieder mit einem neuen Auto. Und nein, Bro, als ob der mit der Polizei... Leute, Leute, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Der arbeitet mit der... Mit den neuen Haaren sieht richtig gut aus, ey. Bro, er hat sich neue Haare gemacht, Leute. Was ist das denn? Weil ihn wahrscheinlich so viele Leute verfolgen. Und alles hat er sich neue Haare gemacht. Interessant, Leute. Und jetzt geht er hier schnurstracks in die Polizei rein. Das ist ja auch sehr interessant. Ah, Hilfe! Hilfe! Hä? Hallo, hallo, hallo. Ganz, ganz dringend. Ich will eine Anzeige machen. Sehen Sie vernünftig, bitte. Ich will mehrere Anzeigen machen. Erstens, bitte kommen Sie erstmal runter. So Schritt für Schritt. Leute, was labert ihr da? Mir ist jemand reingefahren und das war Stani Performance. Okay. Und er hatte Drogen dabei. Ich hab das gesehen. Okay, ich hab's notiert. Ja. Und jetzt krieg ich Finderlohn? Nein, Sie kriegen nicht. Da war doch eine Anzeige. 5 Millionen, wenn Sie Stani ausliefern. Hallo, ich will mein Geld haben jetzt. Wie gegen Stani? Ich mein Geld, der Junge. Jetzt reicht's mir, ey, blöde Polizei, ey. Also entweder Sie verlassen jetzt hier das Präsidium oder ich muss Sie leider in Gewahrsam nehmen, ja? Ah, ja, dann gehe ich halt wieder. Mach's Alter, gut, Kollege. Leute. Junge, Timmy dreht ja jetzt mittlerweile komplett durch. Ah, Leute, der ist ja wie auf der YouTuber-Insel. Ich dachte, der ist hier anders in GTA. Aber Mann, ich muss Geld machen. Ich krieg denn jetzt Geld, Mann. Ich hab so viele Schulden, ey. Verdammt, ey. Ich klau einfach das Polizeiauto. Bro, jetzt. Das ist eine gute Idee. Leute, jetzt klaut er auch noch das Polizeiauto. Ey. So, und zack. Let's go. So. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Der Stani Performance hat das Auto genommen. Bro, was labert der da? Junge, der macht. Ey, was soll das, Leute? Oh. Oh, jetzt habe ich den Polizisten umgefahren, Leute. Okay, wir müssen gucken, wo er sich rumtreibt. Aber jetzt wird er wahrscheinlich mit dem Polizeiauto... Wo ist der, Leute? Hier ist er, Leute. Ich sehe ihn. Okay, guck mal, was er jetzt mit dem Polizeiauto macht. Ey, Timmy wird... Ich sag euch ehrlich, ich habe eigentlich sogar noch überlegt, ob ich vielleicht ihn nicht ausliefer, aber er übertreibt es einfach komplett. So, mal gucken, wo er als nächstes hinfährt. Ah, zum... Bro, zum Krankenhaus? Was will er denn hier, Leute? Aua. Ah, mir geht's so schlecht. Bro, hallo, ist hier jemand ein Arzt? Bitte, Bro, er tut ich brauche so. Einen Arzt. Au. Okay, was macht ihr jetzt da, Leute? Komm schon, ich muss irgendwie Geld machen. Komm schon. Wo ist denn hier ein Arzt, Mann? Au. Ah. Hey, Leute, Junge, hat irgendwas Alphastein damit zu tun oder was, dass der so durchdreht? Was will der denn jetzt hier im Krankenhaus? Aua, aua, Arzt, Arzt, ich brauche einen Arzt, schnell, es geht um Leben und nicht Leben. Aua, 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 au. Okay, Leute, er geht jetzt da rein. Ah, da sind sie ja endlich, ich habe schon die ganze Zeit nach ihnen gesucht, Mann. Ja, was brauchen Sie? Ah, schnell, ich brauch Geld, los, gib mir dein Geld her, los jetzt. Bro. Praxis, ich habe kein Geld hier. Leute, wie ehrenlos. Ich komme im Auftrag von Stani Performance, gib mir dein Geld, los. Stani Performance, ich habe kein Geld hier, wirklich. Oh, wie ehrenlos ist Timmy, Leute. Mir doch egal, ey, dann nehme ich eben deine Arzneimittel. Kommen Sie mit. Ja, besser ist es, schön im Gänsemarsch nach vorne gehen. Ey, hä?
Wer bist du denn? Hey, Stani, hey, So, Timmy, ey, ich wollte dir doch was sagen, Timmy, komm mal schnell mit, was machst du denn hier? Denn Timmy, ey, Mann, das kannst du nicht vor dem Arzt sagen, Stani. Warum? Timmy! Ey, hey, hey, du kennst meinen Namen nicht, Timmy, komm mit schnell, komm mit, Timmy. Was ist denn? Hey, was willst du? So, Bro, komm, steig mal ein, Timmy. Bro, ich wollte dir ein dickes Auto schenken, Timmy. Ehrlich? Ja, ein Auto von Stani Performance. Ich steig sofort ein, hä, bester Mann, Stani ist bester Mann, sag ich ehrlich. Ey, Bro, Timmy, was hast du denn da gerade gemacht im Krankenhaus? Ich hab ein bisschen Bronchitenproblem, brauch ein bisschen Arzneimittel, weißt du? Ach, Arzneimittel, ja. Bro, hast du sonst noch irgendwie so Probleme mit irgendwelchen Leuten hier in der Stadt? Nö, eigentlich nicht. Hab jetzt überall eigentlich einen neuen Job angefangen und so. Ach, neuen Job, ja. Ja, läuft richtig gut, sagt ehrlich. Hab schon Geld beiseite und so. Also, was hast du denn für einen Job? Das ist so Import-Export, also nichts Besonderes. Ah, okay. Wo fahren wir eigentlich hin? Bro, wieso soll ich hier nicht hinfahren, hä? Was ist denn hey, hier? Wo fahren wir hin? Ach so, wo wir hinfahren, ja, du, Bro, ich wollte, hier hatte ich nämlich ein neues Auto, das ich gerade testen will. Ja, so ein Offroad-Auto, weißt wie du? Wie cool, ey, ich wusste schon immer, dass du der beste Tuner bist, Stani. Sag dir ehrlich, ich habe nie an dir gezweifelt. Bro, ich sag dir ehrlich, ich fand's auch richtig cool, dass du so bei mir gearbeitet hast und alles, weißt du? Ehrlich jetzt? Ja, oh, was ist denn hier los? Was ist hier los, Bro? Sollen wir wieder umdrehen? Bro, das sieht ja hier echt sehr, sehr gruselig irgendwie Lass mal wieder umdrehen, Bro. Wir können doch Picknick gehen. Guck doch mal, hier sind doch schon meine ganzen Autos, die ich hier hingestellt habe. Okay, sehr Schrottauto. Stani, ich weiß nicht, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Och, ja, was ist los? Hallo? So, Timmy. Das ist er. Wie das ist er? Timmy, ich kenne dich nicht. Timmy, wegen dir. Timmy, wegen dir habe ich ein paar Probleme bekommen. Was? Welche Probleme denn? Welche Probleme denn? Wegen der Frau, wegen dem AMG oder was? Bro, das kann ich dir zurückgeben. Mehrere Probleme. Und hier waren Leute, die sich um dich kümmern wollten. Was? Nämlich eine ganze Gang, Timmy. Was? Nein, Bro, du redest Blödsinn, ey. Da, ich kenn keine Gang. Ja, pack das weg, Mann. Bro, ey, du da. Sind wir jetzt fertig? Ey, hör doch mal auf, rumzuschlagen, Mann, Alter. Wir sind fertig. Sind wir jetzt quitt und pfeif deine Gang zurück? Hast du mich verstanden? Au, hast du mich verraten, Stani? Timmy, ob ich dich verraten habe? Du hast mich verraten, Timmy. Nein, das war mein Bruder, Bimbli. Den kennt jeder. Ja. Alter, Leute, ich sag euch ehrlich, normalerweise würde ich eine Freundin hier nicht einfach verraten und irgendwo hinbringen hier. Aber guck mal da drin. Oh mein Gott, guck mal, was der Typ da mit Timmy macht, Leute. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Timmy tut mir jetzt auch ein bisschen leid irgendwie, aber ich sag euch ehrlich, Leute, das ist hier irgendwie so ein geheimes Kannibalendorf. Mit den Leuten will ich lieber keinen Ärger haben. Und eine ganze Gang stand vor meinem Stani Performance und hat auch nur Ärger gemacht, Leute. Ich habe bessere Sachen zu tun, als mich um sowas zu kümmern. Leute, morgen werden wir das stärkste Auto überhaupt machen. Lasst ein Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen. Das war's gewesen. Tschüss, und checkt die Jungs ab.